Hallo ihr Lieben da draußen. Wir haben heute mal wieder ein super tolles Interview. Und zwar mit gleich vier ganz heißen Jungs. Die habe ich mir hier neben mich auf die wunderbar rote Couch gesetzt. Und zwar Tokyo Hotel. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ja, dann starten wir doch gleich mal. Was hat euch ins kalte Berlin verschlagen, wenn ihr doch eigentlich in Kalifornien chillen könntet? Wir sind gerade hier, weil wir unsere Tour vorbereiten. Wir gehen ab 6. März auf Tour und starten in London und dann und hier bereiten wir uns gerade vor. Okay, und ist es ein Unterschied so, das kalte Berlin und Kalifornien, war das ein kleiner Kulturschock oder? Ja, also wir sind ja immer mal wieder hier, wir waren auch Neujahr hier, weil wir eine Show gespielt haben in Berlin. Ich mag das ja ganz gerne zwischendurch. Eigentlich mag ich so die Jahreszeiten. In L.A. hast du das ja nicht so richtig. Und darum, ich finde es ganz schön, wenn man zwischendurch auch mal so ein bisschen was Kaltes hat. Obwohl natürlich es ein Traum ist, dass in L.A. immer so schön warm ist, das muss man sagen. Du hast die Tour schon angesprochen. Seid ihr noch aufgeregt oder ist das was, was man eventuell mit der Zeit schon mal abgelegt hat, weil ihr ja schon überall quasi gespielt habt? Wir sind total aufgeregt. Ich glaube, wir sind die nervöseste Band überhaupt. Also wir sind also vor so einem Konzert, da sind wir eigentlich nicht ansprechbar. Wir sind dann auch immer zusammen aufgeregt alle und es ist schlimm. Also ich wünschte, ich wäre weniger aufgeregt. Ja. Absolut, ja. Also ich wünsche es, wenn nicht so, aber ich bin tatsächlich vor jedem Konzert, wir spielen jetzt glaube ich im ersten Teil 15 Shows oder so und da komme ich dann gerade so rein und dann ist es schon wieder vorbei. Das heißt, ich bin echt vor jeder Show extrem nervös. Bill, für dich ist es wahrscheinlich nochmal was anderes, weil ich habe gehört, du hast dich auch als Designer für eure Tour betätigt. Erzähl doch mal, was ist das? Wie ist es auch dazu gekommen? Also ich mag ja sowieso so gerne Sachen entwerfen und bin so Mode interessiert und mache das gerne. Und ich suche mir immer für die Tour jemanden, mit dem ich das zusammen machen kann. Auf der letzten Tour habe ich das mit Dan und Dean gemacht von D-Squared, was super war. Die haben ganz tolle Kostüme gemacht und das hat richtig viel Spaß gemacht. Diesmal mache ich das mit Marco. Das ist ein Designer aus L.A., der ganz, ganz viel Bühnensachen macht für ganz viele Leute schon. Und mit dem habe ich zusammen die Outfits entworfen für die Tour. Und das ist halt immer noch so ein Leidenschaftsding, so neben der ganzen Musik, dass ich irgendwie auch Modesachen machen kann. Und wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann will ich das halt immer machen. So. Und bei so einer Tour ist natürlich toll, weil dann kannst du dich da komplett ausleben. So. Und für mich gehört das immer dazu, auch auf der, also weil wir machen auch immer eine Show, also wir sind ja nicht so eine Band, die jetzt nur so rumjammen und irgendwie Musik machen, sondern wir machen schon auch immer eine Produktion und überlegen uns eine richtige Show und dann gehören Kostüme mit dazu. Wie findet ihr anderen das, dass Bill euch einkleidet? Der hat ja, ich meine, einen ziemlich eigenen Geschmack. Habt ihr da manchmal Angst, dass er da ein bisschen übertreibt und euch da nicht so ganz entspricht? Er berücksichtigt ja unsere Wünsche. Ich wollte gerade sagen, er kann das ja schon ganz gut anpassen, dass er die, also darum geht es ja dann auch, dass man geschmacklich sagen kann, du kannst sowas anziehen und sowas nicht. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass Bill uns jetzt irgendwelche Klamotten aufdrückt. Ich glaube, das wäre Horror. Also es ist schon so, dass wir das mitentscheiden dürfen. Also was auch wichtig ist und was bei uns sowieso gilt in der Band, also wir reden uns gegenseitig da gar nicht rein. Also das Wichtigste ist, dass man authentisch ist und dass man sich wohlfühlt. Ich finde es eigentlich ganz schlimm, wenn man Leute anzieht und wenn man Leute zurechtmacht, die das gar nicht sind und die das gar nicht wollen. Also ich würde jetzt niemals Gustav solche Schuhe irgendwie tragen lassen oder so ein blaues Jackett oder so, sondern das ist ja alles so okay, wie wir sind und wir lassen uns da auch total in Freiraum und Spielraum. Und ich würde jetzt nie die anderen irgendwie verrückt anziehen. Ich finde das total albern. Also es muss schon so sein, dass das immer jedem gefällt und jeder sich wohlfühlt. Das ist sowieso die Nummer 1 Regel und das Allerwichtigste mit Mode, dass man sich darin wohlfühlt. Könntest du dir auch vorstellen, dass du eventuell mal in die Richtung was anderes machst als nur eure Kostüme, so vielleicht eine eigene Kollektion rausbringen? Ja, total gerne. Ich habe schon als kleiner Junge eigentlich angefangen, auch selber zu zeichnen und selber Sachen zu entwerfen. Früher hatte ich überhaupt keine Kohle für Mode. Das heißt, ich musste mir immer Sachen selber nähen und selber zusammen designen. Ich habe dann immer so billige Sachen gekauft und dann ein Kleidungsstück selber draus gemacht. Und ich will das unbedingt machen. Das ist ein Traum von mir. Ich habe eigentlich schon alles fertig, also von Namen bis Kollektionen, alles Mögliche. Und warte eigentlich auf den richtigen Zeitpunkt. Weil wenn ich das mache, will ich das auch wirklich ernsthaft richtig machen und nicht nur als Berühmtheit irgendwo meinen Namen draufsetzen und dann entwirft das irgendwer, sondern dann will ich wirklich
das ernsthaft machen und ich glaube so ein bisschen an so richtiger Zeit, richtiger Ort, dass das irgendwie dann zu mir kommt und dass es dann passt. Cool. Wir haben uns für euch noch ein kleines Extra ausgedacht, weil wir gedacht haben, so ein ganz langweiliges Interview wollen wir mit euch nicht machen. Okay. Wir spielen jetzt das Entweder-Oder-Spiel. Ich sage euch zwei Antwortmöglichkeiten und ihr müsst euch für eine entscheiden und das möglichst auch begründen. Okay. Fangen wir an mit Arschgeweih oder Nabelpiercing? Nabelpiercing. Nabelpiercing. Warum? Weil das kann man wieder rausnehmen. Ja, und außerdem, also ich meine, gut, Georg hat die Wahl nicht mehr, weil der hatte schon Arschgeweih. Das heißt, er hat die Wahl jetzt nicht mehr, aber grundsätzlich würde er sich jetzt, glaube ich, heute auch eher für den Bauchnabelpiercing durchsetzen. Ja. Mhm, ja klar. Würdest du dich auch eher für... Ja. Nabelpiercing. Ja. Ich finde Nabelpiercing eh ganz schön für dich. Ja. Muss ein großes sein. Malle oder Schweden? Schweden für mich. Malle, glaube ich. Oder weiß ich nicht, ich finde beides ganz schön schwer. Die Natur und dieses Naturbelassen. Schweden, obwohl Mallorca hat auch schöne Ecken, glaube ich. Also. Ja, das meine ich. Bei Malle denkt man jetzt sofort natürlich Ballermann, aber Mallorca hat ja wunderschöne Ecken. Ja. Also wenn Mallorca, dann nur Ballermann. Super, finde ich klarer. Das nächste passt auch dazu, Schnaps oder Sojalatte? Also Sojalatte auf keinen Fall, also dann Schnaps, ja. Schnaps braucht, glaube ich, auch. Ach so. Schnaps oder so, ja. Nee, Soja habe ich ja eine Allergie, ne? War das so, ne? Genau. Ja. Dann musst du den Schnaps. Dann den Schnaps, ja. Ja, braucht auch sonst keine Begründung. Landei oder Szene-Hipster? Landei, für mich. Weil? Weil ich einfach, weiß ich nicht, also erstmal sind wir auf dem Dorf aufgewachsen, als junger Mensch findet man das, glaube ich, kacke. Und irgendwann, wenn man dann wieder so alt wird, wie wir jetzt sind, dann findet man das einfach wieder ganz schön. Also das sehe ich anders. Also Szene-Hipster klingt jetzt natürlich auch furchtbar, aber ich würde mich eher dafür entscheiden, wenn das bedeutet Großstadt und Mode, dann würde ich eher das wählen. Nochmal DSDS oder lieber ins Dschungelcamp? Nochmal DSDS. Ja, wobei, auf jeden Fall. Wobei Georg ja eigentlich auch schon immer mal als Promi ins Dschungelcamp gehen wollte. Mit wem dann? Oh, alleine gerne, ehrlich gesagt. Auch nicht schlecht, dann ist man gleich Dschungelkönig. Playboy oder Bibel? Playboy. Playboy, ja. Playboy. Also weil... Also jetzt selbst so ein Vorkommen oder... Ja, nicht mal in die Bibel schreiben lassen. Das ist was anderes, ja. Okay, da würde ich dann schon Bibel nehmen dann. Shades of Grey oder Kuscheln? Also das, die eigentlich macht es ja die Mischung, ne? Also perfekt wäre natürlich beides. Ein bisschen Kuscheln und ein bisschen Shades of Grey. Nee, irgendwas ist natürlich schon beides kacke. Ich nicht, ne. Ich finde beides gut, ich hätte gern beides. Gut. Detox oder Rock'n'Roll? Rock'n'Roll. Ja. Noch. Also wir haben hier nur noch ein paar Jahre vor uns. Und darum Rock'n'Roll, solange das noch geht. Und vor allem, also in L.A. ist ja so eine unglaublich gesunde Stadt und alle sind so total auf dem Health-Trip und so und alle machen Sport und trinken ganz gesunde Getränke und so und mich strengt das total an. Ich finde das sowieso ganz schwer oder ganz schwierig, den ganzen Tag auf sich Acht zu geben. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste am Älterwerden. Und wir sind zum Glück ja noch nicht in einem Alter, wo es kritisch ist, aber das Schlimme am Älterwerden ist, dass man ja immer mehr auf sich achten muss. Und das Schöne am Jungsein ist, dass man einfach durchziehen kann und das finde ich total geil. Darum, also ich würde jetzt mich auch auf jeden Fall immer noch für Rock'n'Roll entscheiden. Sehr gut. Geld anlegen oder auf die Kacke hauen? Auf die Kacke hauen. Anlegen. Ja. Er ist anlegen. Ja. Darum ist er auch für die Bandkasse zuständig. Der ist quasi der Schatzmeister von Tokyo Hotel. Wunderbar. Risiko oder Parkschein ziehen? Also ich mache immer Risiko, aber eigentlich müsste man Parkschein ziehen. Also ich bin damit schon oft... falsch abgebogen. Also ich würde auch einen Parkschein ziehen. Ganz brav. Angela Merkel oder Michaela Schäfer? Angela Merkel. Wir sind alle Angela Merkel-Fans hier. Ja. Döner oder Schweinehaxe? Nichts am Bein. Vegetarisch. Schweinehaxe. Gibt ja auch einen vegetarischen Döner. Ja. Ich bin der einzige Fleischfresser hier. Ach echt? Ja. Alle Vegetarier sonst? Ja. Also auch Vegetarier oder vegan? Wir essen Fisch. Glatt rasiert oder Pornobalken? Pornobalken. Ja? Mhm. Weil glatt rasiert geht gar nicht? Nö, finde ich nicht, geht gar nicht. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich eher Pornobalken. Wo denn jetzt?
Ja, ja. Wer und wo ist ja, die Frage? Ja, wer und wo ist jetzt die Frage? Ach so, nee, dann musst du die Frage auch nochmal. Ach, im Gesicht? Ich, jetzt ganz ja, klar, der Pornobalken ist doch. Okay. Oberlippenbart. Ich hab jetzt wirklich gedacht, du meinst untenrum. Also ich das sind jetzt deine Gedanken. Und untenrum nehme ich bei einer Frau auf jeden Fall zurzeit glatt rasiert, obwohl ich eigentlich, auch immer mal was anderes ist auch okay. Ja, mal so ein Pfeil oder. Also lieber Varianten mal so ausprobieren. Ja. Sachen einfach. Und im Gesicht auf jeden Fall glatt rasiert. Also ich hasse das, wenn man mit Bart, das geht überhaupt nicht. Nee, ne? Ich glaube, das steht ja auch nicht. Nee. 3 Wochen kein Internet oder 3 Wochen nicht duschen? 3 Wochen kein Internet. Ja, auf jeden Fall. Weil ihr gut auf Internet verzichten könnt. Seid ihr so Internetmenschen? Nee, weil wir einfach so totale reinliche Typen sind, und die gerne jeden Tag duschen. Ja. Okay. Slip oder Boxershorts? Boxershorts. Weil? Von welchen Boxershorts reden wir? So schlabbrige? Nee, enge. So enge Boxershorts? Nee, eigentlich rede ich von den... So schlabbrige, ja. So richtig... Schlabrige mag ich auch nee, nicht, aber auch kein Slip. Was war jetzt die Frage? Slip oder... Okay, also wenn die Frage ist zwischen... Einfacher wäre es zwischen Tanga und Boxershorts, weil ein Tanga zieht schon immer gerne mal an zwischendurch. Ja? Unter den Boxershorts. Ist auch schön, ne? Unter den... ja, eingenäht in die... Ja, sicher, ne? selber kochen oder Lieferheld? Lieferheld. Weil ihr nicht kochen könnt, oder? Ich kann nicht kochen, nee, stimmt. Aber ich finde es einfach zu, also zeitaufwendig, aber ich finde Essen an sich ist schon, kostet sehr viel Zeit, wenn man es nicht wirklich bewusst vornimmt und abends irgendwie mal nett essen geht, das ist vielleicht schön, aber ich finde so am Tage, wo man viel zu tun hat, finde ich, Essen hält eigentlich immer nur auf, darum ganz schnell was reinziehen, damit man gegessen hat und da, wenn man da noch kochen würde jeden Tag, würde man viel zu viel Zeit verlieren. Okay. Lack oder Leder, Lack und Leder oder Ökostrick? Weil es einfach schöner aussieht. Ökostrick kann auch wunderschön sein. Das stimmt, ja, ich habe auch ein paar Stricksachen, aber grundsätzlich so Leder ist schon natürlich gerade so im Modebereich, das ist natürlich schwierig, ne? Also wenn man darauf... Nee, Lack ist auch toll. Habe ich gerade irgendwas? Nee. Aber Lack ist schon auch gut. Ich habe für dein Touroutfit was mit Lack gemacht. Super, wo wir doch dabei waren, dass du das so auf ihn anpasst. Er wollte gar keinen Lack. Die habe ich nicht freigegeben. Dann als letztes hätten wir noch Intim Waxing oder Helene Fischer Konzert. Für uns selber? Ja, also, weil es beides schmerzhaft ist. Ach so, und genau, und also für uns selbst, dann würde ich, glaube ich, dass ich auch. Ja. Also Helene geht nicht. Nee. Ja, ich finde also, aber Intim Waxing auch einfach mal spannend. Ich habe es auch noch nie gemacht. Wie ist das so? Habe ich auch noch nie gemacht. Oder? Also, ich meine, also vorne oder hinten? Das darfst du dir aussuchen. Ich glaube, das ist also beides schmerzhaft. Also, ja, nee, super. Wir würden ganz gerne noch ein Selfie mit euch machen, wenn es geht. Ja. Dann bräuchte ich mal mein Telefon. Hier auf der Couch neben stehen, oder? Ja. Oder nee, ich glaube im Sitzen, oder? Sitzen. Ja, da kann man ja gar nicht so eng zusammen. Ich bin ein Selfie-Profi, soll ich das machen? Achso, ja, dann bitte. Warte. So. Ich muss dir mal die Kamera hin, ne? Dann müsst ihr hier mal alle hier rüberkommen. Ja, wir sind schon hier oben auslösen, ja, ne? Ja, ich glaube schon. Danke, hast du jetzt gerade mein Telefon gedisst, weil das so alt ist? Machen alle mal eine Grimasse? Georgs ist gut, mach's.